gut aus. Ich muss hier offen aufpassen, dass ich den nicht überfahre. Okay, wohin? Okay. Hm. Wo waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Muss irgendwie auf die Brücke hoch, ne? Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Crazy, warte. Ruhig. Die Rebellen sind vor uns. Sag mal los! Wir haben uns gesehen, Breaker! Gut mit mir! Was ist er denn? Du hättest uns aus dem Weg gehen sollen! Breaker! Weg von hier! Fahr jetzt weiter. Alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Nichts. Ich fahr jetzt weiter. It's not my problem. Wie rennt man denn in dem Spiel? Ich weiß nicht, wie man rennt. So, wie es aussieht, müssen wir runter. Also auf die andere Seite. Geht das hier mit irgendwie? Ist das die Brücke hier oder ist das die andere? Schwer zu sehen. Moment. Muss kurz gucken, ob das die Brücke ist. Nee, das ist die andere. Müssen irgendwie nach oben gelangen, damit ich die Brücke nutzen kann, glaube ich. Wow, ist das ein falscher Weg? Dann gehen wir halt nicht auf die Brücke drauf. Aber hier geht's auch nicht weiter, fällt mir gerade ein, ne? Ist alles zu hier, oder? Hier kann man noch. Hier über die Brücke müssen wir, glaube ich. Komm, ja, toll. Gehe ich aber wieder runter, oder? Bin ich denn hier gelandet? Also nochmal von vorne. Wir sind jetzt richtig, wir müssen da hoch. Ich dachte, man muss da hoch. Komisch. Ich verstehe gerade den Weg nicht. Boah, wie geht's denn da weiter, Mensch? Das können wir natürlich nicht mehr hier hoch. Ich hasse sowas. Also, wir sind da. Wir müssen einmal umdrehen. Da müsste eine Brücke sein, eine kleine. Ist das eine Brücke? Komische Brücke. Aber wir sind richtig.
Und wir sind da. Wollen wir? Bin direkt hinter dir. Sieht da echt geil aus, krass. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Würde ich auch sagen. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Frechheit. Was zum Teufel? So gefällt mir das. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja, ich genieße nur den Augenblick. Wow, sieht echt cool aus. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Im letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich... Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Halebid? Ja. Kapitel 5, die große Schlacht. Screenshot. Will ja nicht die Stimmung versausen, aber das muss ich eben mal speichern. Soll ich jetzt einen Filter drauf machen? Oder nicht? Was ist das denn? Ein Sonnenwinkel. Ach so. Okay, das gefällt mir. Cool. Okay. Okay, ein bisschen Licht brauchen wir. Ein bisschen mehr.
Okay, der sieht echt geil aus. Screenshot. Und posten. Dafür nehmen wir uns gerne die Zeit. Das ist wirklich echt. Natürlich ist es echt. Benötigt wurde. Die Handwerker, wie schön das hier aussieht, ey. Ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht sein gutes Ziel abgeben sollen. Soll ich jetzt runterklettern? Boah, die ist ja schon unten. So. Hast du eine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Klettern? Ah, wohin? Und ob wir das machen. Okay, bereit? Da oder da? Ich weiß gar nicht wohin. Ach hier. Nee, da. Hopp, nach oben. Ein Weg hoch. Sieh mal, man kann unter den Wasserfällen etwas Gebarres erkennen. Oh, du hast recht. Hashtag no filter. Wo möchte die jetzt hin? Da. Sind wir nicht gerade daher gekommen? Ich glaube schon. Okay, ich sehe den Weg nicht. Wohin? Ich würde sagen, irgendwo da, oder? Hätte ich lieber zugehört, was sie gesagt hat. Wow. Also hier gibt es nichts zum Schwingen. Bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich doch blind. Okay, wir gehen mal weiter. Aber hier bin ich doch gerade hergekommen. Probieren zurück. Oh, es geht nicht. Shit. Sehen, was sie jetzt nochmal gleich sagt. Ein bisschen zuhören muss ich. Okay. Jetzt such einen Weg hoch. Hoch. Ich sehe es jetzt. Okay. Mal hoch. Ich habe eigentlich gedrückt. Bin ich denn jetzt hier? Ich hoffe, ihr hört meine Knöpfe nicht, die ich die ganze Zeit drücke. Und wir kommen gleich näher. Du gehst aber da hoch zur Hand, oder? Bin ich sicher, wohin? Nee, da.
Wahrscheinlich dahin. Verzeihung. Hier oben. Komme. Komm, hier lang. Ist das auch sicher? Das machst du nicht immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das nicht ist. Wow. Oh, oh es ist übrigens definitiv nicht sicher. Habe ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Aber liebe ich gern welche in den Weg, wenn es notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb nach Hollywood ausgewählt? Er wird auch der Wohltaten Schenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Ist das wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Aber worüber? Sind wir auf die Felsen drauf? Ich sehe keine Kante. Na doch. Ich muss mich kurz umgucken. Nee, der ist aber auch ein Ast. Muss darüber bestimmt. Ast, sage ich schon. Oder ist das jetzt hier richtig? Ja, das muss richtig sein. Jo, dann geht's wohl hier weiter. Was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke nicht drüber nach. Boah, ob das klappt, weiß ich nicht. Boah, krass. Das ist krass. Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Wird es noch besser gehen, wenn wir für Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Astarte nicht gesehen haben. Glaubt Frau Volz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm so weit hochzuklettern. Mein Gott, wie hoch die geklettert sind, ne? Sie überhaupt jemand ist. Es geht aber weiter nach oben. Ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Wow. Umfassen. Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Also, wie kommen wir hier wieder runter?
Wie kommen wir da runter? Das geht gerade so cool aus. Okay. Immer mit der Ruhe. Boah, was für ein Bug. Das war mal geil. Rettung auf letzte Sekunde. Och, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, das habe ich davon. Das habe ich davon. Aber es geht schon sofort weiter. Ich frag mich, warum immer die Musik kommt, diese komische. Muss ich jetzt hochklettern weiter? Das ist unser Weg rein. Dank der persischen Armee. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Wow. Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegen ein... Boah, da mache ich dann jetzt mal einen Screenshot von. Das sieht echt cool aus. Vielleicht einfach nicht sein Stil. So, jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube weiter runter, oder? Yes. Oh, was war das denn jetzt wieder für einen Fehler? Oh je. Ist einfach so runtergeglitscht. Sieht ganz danach aus. Ah, sie hat echt eine Perspektive für Fotos. Schaut euch das an. Ich habe gedacht, hier könnte es weitergehen, aber ich glaube doch nicht. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Ein Hinweis wäre nicht schlecht. Kann man irgendwie Hinweise anzeigen? Nee. Okay, der Weg ist versperrt. Hier ist eine oder ist was? Gehen wir wieder runter. Da ist auch ein Tor, oder? Nee.
muss doch irgendwo rausgehen. Irgendwo geht es raus. Irgendwo geht es immer raus. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie keine Ahnung, wohin. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Habe ich ganz alleine gefunden. Hier durch. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Manchmal bin ich im Kopf. Ist das alles falsch? Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Das sieht doch schon besser aus. Noch eine von diesen Türen. Mal sehen. Ja. Oh, gut. Das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Und was sich dahinter befindet, sehen wir in der nächsten Folge.